Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute seht ihr im Hintergrund, wir sind an einer anderen Location. Wir sind nämlich bei Meisters Forellenhof. Und da probieren wir heute eine Lachsforelle im gelben Teich zu fangen, um heute ein richtig geiles Catch and Cook zu machen. Und wenn euch das interessiert, dann kommt doch einfach mit. So, also wie ihr seht, wir sind recht früh da. Hier ist einfach noch kein einziger Mensch, damit wir heute einen Startbonus haben oder wie man das nennt. Und ich hoffe, dass wir heute eine Forelle fangen, damit wir ein geiles Catch and Cook machen können. So, als allererstes haben wir einfach hier so ein bisschen Standard-Equipment. Was sagt denn dein Gefühl heute? Haben wir eine gute Chance? Oh, ja, geht. Also ich glaube, hier ist jetzt nicht so viel Fisch drin, wie jetzt zum Beispiel im Roten. Aber das macht es ja natürlich noch ein bisschen spannender. Und ist natürlich auch, wie soll ich das sagen, hat einen größeren Reiz, einen Fisch zu fangen. Ich bin hier mit Tom, weil er auch gerne angelt. Hier hat Tom jetzt den ersten Fisch auf Powerbait gefangen. Die Lage war ein bisschen schwierig, weil die Fische waren sehr, sehr vorsichtig. Nimm den Kescher. Ja, hab ich. Tom hat gerade eine Forelle gefangen und wir sie jetzt hier. Geil, Alter. Die ist auf jeden Fall richtig Spaß, ne? Ja, die hat den auch mal richtig genommen. Am Anfang haben wir es natürlich ganz normal probiert auf Powerbait mit Posenmontage, ganz einfach und klassisch. Jeder, der eigentlich am Forellenteich schon mal geangelt hat, kennt es eigentlich. Ziemlich einfach und simpel sozusagen, das ursprüngliche Angeln am Forellenteich. Schön Lachs. Boah, der ist ja rot. Der ist richtig rot. So, warte, leg einfach hin. Ich ziehe rein. Ja. Am ersten Beispiel kann man sehen, dass die Forelle das Powerbait genommen hat, aber jetzt auch nicht richtig runtergeschluckt hat. Und es hängt nur vorne in der Lippe. Immer nur ganz gleich gehakt, ey. Also ich war gerade da hinten am Uferbereich abfischen. Und in der Zeit ist dann Tom da vorne im Fischschwarm diese wunderschöne Lachsforelle eingestiegen. Haben wir schon mal was zum Kochen? Yes, nice. Boah, da ist eine gesprungen. Am Anfang haben wir erstmal mal probiert, die Forellen mit Powerbait zu überlisten. Das hat auch so halb geklappt. Aber man muss dazu sagen, dass es keine optimale Lösung war. Konrad hatte gerade Biss. Leider wieder abgegangen. Anstatt rotes Powerbait haben wir jetzt Mehl immer genommen, weil die hier wirklich sehr, sehr vorsichtig sind, wie man auch am Biss von Tom erkannt hat. Okay. Dann haben wir uns auch noch eine Dose Mehl immer geholt. Die haben wir dann zuerst mit dem roten Powerbait so vermischt. Ja, du hast Biss. Oh, Digga, schlag doch nach oben an. Weil ich letzte Zeit häufiger mit der Ultralight-Route einfach ein bisschen mit Spoon angle oder mit einem Blinker oder Jigge oder so, habe ich natürlich die Angewohnheit, zur Seite hin anzuschlagen. Wir haben fast 3 Stunden dazu gebraucht, auf die Idee zu kommen, dass wir das komplette Vorfach mit Pose, Blei und Montage einfach abmachen. Aber sie waren auch sehr, sehr vorsichtig. Also hat man nur eine Pose gehabt, waren sie sofort abgeschreckt. Also das war schon wirklich krass. Und dann haben wir nur noch mit Mehlwurm geangelt und einem Haken natürlich. Konrad, erster Wurf. Ja. Das war erster Wurf, Alter, ist direkt drauf geknallt. Ich sag's dir, jetzt haben wir den Trick raus. Ist nur ein bisschen schwer auszuwerfen. Man muss genau in den Schwarm werfen und seinen Köder im Blick behalten. Wo sind sie da? Da, geradeaus. Ah, ich komme da nicht hin. Ja. Ja, hol mal Kescherhemd, bitte. Mehlwurm. Einfach Mehlwurm oder alles. Ich habe keine Pose, nichts dran. Ja, sehr geil. Boah, schon wieder drin.
draufgegangen. Nein, nicht dein Ernst, Digga. Junge, ich hatte gerade einen Tüdel. Im Nachhinein konnte man dann auch feststellen, dass wirklich ein riesiger Fischschwarm da drin war, weil die Leute davor wahrscheinlich auch nicht herausgefunden haben, wie man diesen Fischschwarm jetzt beangelt. Irgendwie eine Stücke finde ich irgendwie immer so. Oh! Kescher? Alter! Digga, die geht ab, oder? Die geht richtig ab. Uff! Was hat der vor? Es macht schon Spaß, so eine Lachsforelle zu drehen. Hier sehen wir gerade nochmal einen schönen Drill von Tom, wie er wieder eine schöne Lachsforelle drillt. Das macht auch richtig Laune, weil das sind wirklich kampfstarke Fische, alle Flossen sind gesund. Also ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, auch mal beim Messes Forellenhof zu angeln. Alle Leute, die da auch sind, sind sehr nett, auch die ganzen Betreiber des Hofes. Es ist natürlich auch schön, mit Freunden draußen in der Natur Zeit zu verbringen. Das ist natürlich auch gesund. Im Gegensatz zu jetzt einfach nur die ganze Zeit vorm Fernseher zu hängen oder so, was man natürlich auch gerne macht, muss ich gestehen, mache ich auch gerne. Aber Angeln macht schon richtig viel Spaß. So, jetzt sind wir hier auch schon langsam am Ende angelangt, wo ich auch mal was gefangen habe. Da hatte ich einfach wieder diese Ultraleitrute mit einem Mehlwurm drauf. Eigentlich ist der Trick einfach, so möglichst leicht aus Wasser zu platschen, wie es geht, sodass am möglichst der Mehlwurm aufschwimmt, dass die Forellen keine Scheu von diesem Mehlwurm haben. Man kann auch normal erkennen, ich hatte eine rote Schnur. Davor hatte ich dann einfach noch so ein normales Standard-Vorfach, einfach Schlauf-in-Schlauf-Verbindung, womit ich dann sehr komisch geangelt habe. Zumindest sah es von außen sehr komisch aus. Du sagst es noch so. Ey. Warte. Oh, komm schon. Ja. Petri. Die Brille war's. Oh shit, die Brille war's. Ja, Konrad hat jetzt auch seinen ersten Fisch gefangen. Ja. Insgesamt haben wir jetzt? Ich weiß nicht, 11 Stück oder 10? 12. Wir konnten 13 schöne Forellen überlisten. Ich konnte auch 2 oder 3 Stück überlisten, aber das meiste war natürlich Toms Arbeit. Petri. So, wir waren jetzt von hier angeln. Vielleicht kann Tom einmal dahin bleiben. Wir haben ordentlich was gefangen. Und ja, jetzt zeigen wir euch, wie wir die 3 Kameraden, die hier nicht eingeschweißt sind, zubereiten. Die anderen werden dann eingefroren. Werden dann irgendwie geräuchert oder andersweitig zubereitet. So, in der Zeit, wo ich die Fische ausgenommen habe, hat Tommy schon lecker eingetaucht. Als Beilage hat Tom sich überlegt, einfach so Pilze mit Schmorkartoffeln zu machen und Zucchini und halt Möhren. Für die Gewürze vom Fisch dachte ich mir Zitrone, Zwiebel, Orange. So ganz einfach und klassisch. Dann haben wir dafür einfach so eine schöne kleine Auflaufform, wo das Ganze dann reinkommt. So, hier habe ich jetzt nochmal die Fische abgewaschen. Falls ihr jetzt irgendwelche Fische kauft oder netterweise mal bei Meister Forellenhof vorbeischaut und euch selber frischen Fisch fangt, dann könnt ihr auch gerne natürlich dieses Rezept nachmachen. Dafür ist immer richtig wichtig, dass man die so ein bisschen mit Salz einreibt, damit auch diese Schleimschicht abgeht. Aber das, wenn ihr den Fisch jetzt zum Beispiel kauft, dann ist das meistens schon gemacht. Aber sonst einfach mit ein bisschen Salz einreiben. Dann habe ich die hier jetzt auch schon mal in die Auflaufform reingelegt. So, dann nehme ich mir einfach Kartoffeln, reiße den Sack auf oder schneide ihn auf. Einfach nicht nachmachen, das ist gefährlich, hier alles mit Risiko verbunden, so wie ich das hier mache. Die hole ich dann natürlich alle raus und halbiere oder viertel die einfach so. Die kommen dann alle hier in so eine Schale rein. Falls ihr ein großes Backblech habt, geht das auch. Diese kleineren Kartoffeln, die könnt ihr auch einfach nur einmal halbieren. Das ist einfach nur, damit die erstens ein bisschen schneller gar sind und zweitens, dass die alle gleich gar sind, weil wenn jetzt so 2 so riesige Kartoffeln hat, dann sind die natürlich spätestens gar. Übrigens, das kann ich gleich euch nochmal zeigen, so ein kleiner Hack. Falls ihr gucken wollt, ob die gar sind, dann sucht ihr euch einfach die größte Kartoffel raus, die ihr da drinnen findet und stecht ihr einfach mit dem Messer rein, weil so sind diese ganzen kleineren ja so oder so schon durch. Darüber gebe ich dann einfach ein bisschen Thymian, ein bisschen Öl,
Wir haben dazu auch noch so ein richtig geiles Pommesgewürz und eine Mischung aus Paprika und noch anderen Sachen. Ich habe hier aber extra so Kartoffel-Arounder mitgebracht. Dafür schneide ich einfach den Dill ein bisschen klein. Dann habe ich hier noch die Pilze geschnitten. Die habe ich auch einfach halbiert. Dann einfach rein, noch Orange, ein bisschen Zucchini. Die Zucchini habe ich in eine extra Pfanne getan und dann mit dem Zucchini-Gewürz angebraten. Hier hat Tom auch nochmal schön von zu Hause dieses Lachsgewürz mitgenommen, mit dem ich dann auch die Forellen gewürzt habe. Das macht man ganz einfach von innen, von außen und von beiden Seiten. Also hier habe ich das jetzt andersherum gemacht. Ich habe zuerst eine Seite, danach die andere Seite. Und danach der Innenbereich, den dürft ihr auf jeden Fall nicht vergessen. Falls ihr jetzt nicht so ein Gewürz habt, ist es nicht so schlimm. Ihr könnt auch einfach ein ganz normal Salz, Pfeffer nehmen. Aber da am besten aufpassen, dass man im Nachhinein Pfeffer reinpackt, anstatt davor, weil sonst der Pfeffer verbrennen kann. Ja, was kocht ihr hier? Fischis. Fischis? Yes. Und wer hat die gefangen? Ich und Tom. Hauptsächlich Tom, aber auch ich. 13 Stück. Wow. Da habe ich jetzt erstmal die Orange in den Innenbereich des Fisches eingeführt, sodass der Fisch auch die ganze Zeit saftig bleibt. Natürlich auch noch ein paar Zitronen, das kennt ja jeder vom Fisch. Die Zitrone, die übrig ist, die presse ich einfach noch ein bisschen hier rüber. So, die Zucchini braten wir jetzt an. Ihr könnt die auch einfach im Backofen machen. Aber wie ihr seht, ist dieser Topf schon komplett voll. Darum packe ich hier einfach einen Schuss Olivenöl rein. Oh, auf jeden Fall, damit die Fische nicht anbraten, müssen wir unten noch etwas Wasser reingeben. Einfach normales Leitungswasser, damit die unten ein bisschen bedeckt sind. Von oben gebe ich dann immer ein bisschen gerne Olivenöl drauf. Erstens werden die dadurch krosser und zweitens ist es halt natürlich auch Geschmack. Den Backofen habe ich schon vorgeheizt, einfach Umluft um die 180 Grad oder so. Schiebe ich die einfach rein. Genauso wie das Gemüse auch. Das Gemüse kommt einfach nach da unten. In der Zeit kann man jetzt schon mal die Küche aufräumen oder einfach warten, bis man fertig ist. Und die Eltern räumen es dann auf. Je nachdem, wie ihr das halt gerne machen wollt. Das könnt ihr dann ja für euch entscheiden. Oder Hella räumt es auf. Nein! Doch, wir kochen, du räumst auf. Nein! Doch. Konrad muss aufräumen. Auf jeden Fall lassen wir das dann jetzt einfach so, damit Hella auch noch etwas zu tun hat, weil sonst fühlt sie sich ausgeschlossen und darum lassen wir das jetzt einfach so. Also der Fisch sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus, aber die Kartoffeln, da habe ich vorhin reingestochen, die müssen jetzt noch etwas ein bisschen. Jetzt braten wir doch noch die Möhren an und gleichzeitig kippt einmal so ein bisschen Wasser nach bei Gemüse meistens, so bei Möhren und Zucchini und so, weil die sollen ja so weich werden. Ich würde sagen, die Fische können wir schon mal rausholen. Da sieht man jetzt nochmal, wie wunderschön die Forellen jetzt auch geworden sind. Meine Mama hat jetzt schon den Tisch vorbereitet. So, das Ofengemüse ist jetzt auch schon mal fertig. Die Möhren und Zucchini sind auch gleich dann schon fertig und dann können wir essen. Ich zeige jetzt noch kurz einen Hack. Und zwar, das beste Fleisch vom Fisch ist in der Kieme, im Kiemendeckel. Wenn man den aufmacht, ist da nämlich ein Stück Fleisch drin. Und das kann man auch essen. Es ist extra zart. So, also ich will ja erstmal sagen, ich mache hier erstmal von der mittleren Forelle die Haut weg, damit man das Fleisch ablösen kann. Boah. Gehe jetzt auch richtig einfach. Sieht richtig delicious aus. Gehe ich immer so an der Mittellinie entlang. Dann kann man einfach hier schon dieses Filet runternehmen. So, also das ist jetzt das fertige Gericht. Als allererstes bekommt Hella was, weil wie man sieht, die klaut hier schon die ganze Zeit was und sagt auch, schreit hier die ganze Zeit rum, dass es so hungrig ist und sowas. Oh, vielen Dank, das sieht richtig lecker aus. Aber der Fisch schmeckt echt gut. Aber ein bisschen mehr Soße wäre schön. Was für Soße? Lemon. Da ist noch Tzatziki. Das kann noch dazu. Wer ist Tzatziki zum Fisch? Ja, zu den Kartoffeln. So, wir haben jetzt den Fisch aufgegessen, war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ne? Die anderen essen hier gerade alle ein Eis. Tom, Leni und Hella. Und Mama reimt in der Zeit ab. Und ich wollte mir so eine Orange mitbringen, die halt noch übergeblieben ist. Und ist euch das auch schon mal passiert? Diese Orange ist einfach trocken, da ist kein Saft drin. Hier, ich kann es auch nochmal aufschneiden. Und die hat Tom vorhin gekauft. Guck mal, die ist einfach trocken. Einfach eine Orange ohne Saft. Als hätte man so diesen Saft von dieser Orange einfach rausgenommen, hätte die dann da wieder hingelegt. Was ist das? Mmh, lecker! Ein ganz Essen. Das ist ja furchtbar. Das ist ja wirklich ohne Saft. Da kommt ja gar nichts. Ist ja merkwürdig. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da.
Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Euer Conny.